Sport, Spiel, Spaß und sehr viel Show beim internationalen Rastelli Cup im Sportzentrum Eberschwang. Freitag, 14. bis Sonntag, 16. Juni 2019. Copper, das Mega-Hobby-Turnier des SV Eberschwang. Freitag, 21. und Samstag, 22. Juni 2019. Abschluss an beiden Tagen natürlich mit der berühmten Party Night. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich selbst. Wir unterstützen den Sport, im Besonderen den Nachwuchs. Denn was für uns zählt, sind die Menschen. Sparkasse Ried Haag. Kfz-Handel, Reifen und Zubehör. Auto Alteneder in Jahrgang 36 47 61 Enzenkirchen. Bei uns finden sich ständig eine große Auswahl an Autos verschiedener Marken ab 2000 Euro. Autos und Motorsport Josef Alteneder. Alteneder.at. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Ihre Zeitung mit viel Sport aus der Region. regional-magazin.at. Ein absolutes Muss für alle Motorsportfreunde. 15. und 16. Juni 2019. Österreichische Motocross-Staatsmeisterschaft und erstmalig ein Motocross-Oldtimer-Rennen auf der WM-erprobten Motocross-Strecke in Schwanenstadt. Alle Infos gibt's auf msv-schwanenstadt.at. Herzschlagfinale. Kein Wort passt wohl besser zu dem, was sich da in der zweiten Klasse West in der allerletzten Meisterschaftsrunde abspielt. Denn von der Tabellenspitze lacht der SV Eberschwang. Auf Rang 2 liegt punktegleich der FC Union Lohnsburg, dem auf Platz 1 12 Treffer in der Tordifferenz fehlen. Sowohl in der Hinrunde mit 28 als auch im Frühjahr mit 23 haben beide Teams die gleiche Anzahl an Punkten gesammelt. Apropos Frühjahr, da hat Eberschwang zweimal den Platz als Verlierer verlassen müssen, Lohnsburg noch nie. Aber 5 Remis des Zweiten gegenüber 2 des Leaders, da kommt halt dann die gleiche Punktezahl heraus. Und ein 6. Unentschieden wäre für Lohnsburg beim Grande Finale in Eberschwang zu wenig. Bei diesen Voraussetzungen ist klar und logisch, dass das wunderschöne Sportzentrum in Eberschwang aus allen Nieten platzt. So an die 800 sind es, die sich dieses Grande Finale in der zweiten Klasse West nicht entgehen lassen. Einen zusätzlichen Zündstoff gibt's bei diesem Match auch noch. Der Zweite in dieser Liga gehört nicht zu den 4 besten Zweiten der 11 zweiten Klassen, die mit dem Meister direkt aufsteigen dürfen. Der Vizemeister der zweiten Klasse West muss also in die Relegation gegen einen Erstklassler. Beide Teams beginnen vorsichtig. Man merkt den 22 Aktiven ihre Nervosität an. In der 10. Minute hat Lohnsburg nach diesem Matter-Freistoß die erste Möglichkeit durch Ferry. Der braucht sich allerdings wegen der vergebenen Chance nicht wirklich zu ärgern, denn das ÖFV-Schiri-Trio hätte so und so auf Abseits entschieden. Nach gut 18 Minuten hat Tabellenführer Eberschwang Probleme, das Spielgerät aus der Gefahrenzone zu befördern. Und jetzt hat der Verfolger aus Lohnsburg die erste richtig gute Möglichkeit zur Führung in diesem Endspiel. Burgstaller vergibt sie. In der 22. Minute ein Corner für die Elf von Spielertrainer Koplarovic. Fekete schlägt das Leder vor den Gästekasten. Dort springt SVE-Kapitän Meier nur um Zentimeter an der Kugel vorbei. Und nur eine halbe Minute später hat Winkler die nächste Top-Chance, die Heimelf um einiges näher an die Meisterschale heranzubringen. Auch hier fehlt nicht wirklich viel zur 1:0-Führung. Die bisher größte Möglichkeit in diesem Endspiel hat aber in der 29. Minute Lohnsburgs Doppler. Mit viel Glück überstehen die Koplarovic-Schützlinge diese Situation unbeschadet. Praktisch im direkten Gegenzug dann diese Szene. Bauinger ist rechts unterwegs Richtung Gästestrafraum. Dann der Pass zu seinem Spielertrainer und jetzt brennt es lichterloh vor dem Kasten von Goli Jetzinger.
Am Ende dieses Wirrwarrs gibt's einen Pfiff von Jiri Paschine zu hören. Der Unparteiische entscheidet auf Rückgabe und damit auf einen indirekten Freistoß ein paar Meter vor dem Gästetor. Der Schuss von Koplarovic geht in die Menschenmauer der Lonsburger, die sich da vor dem Gästegeviert aufgebaut hat. Knapp 10 Minuten vor dem Pausenpfiff durch Jiri Paschinger, der mit seinen beiden Kollegen an den Linien bei diesem Showdown übrigens eine Weltklasseleistung abliefert, ist Eberschwang ein weiteres Mal ganz nahe dran am 1:0. Koplarovic wird ideal bedient, hat die Führung am Fuß, aber Gästekeeper Jetzinger hat da sehr viel dagegen. Und so gibt's im Sportzentrum Eberschwang in den ersten 45 Minuten keinen Treffer zu sehen. Jetzt wird's dafür bei den Schankanlagen etwas hektisch. Denn bei über 30 Grad plus haben die gut 800 Besucher natürlich mächtig viel Durst. Noch schmecken die Getränke ganz sicher den Heimfans besser. Denn mit dem 0:0 heißt der Meister der zweiten Klasse West zu diesem Zeitpunkt SV Eberschwang. Sport, Spiel, Spaß und sehr viel Show beim internationalen Rastelli Cup im Sportzentrum Eberschwang. Freitag 14. bis Sonntag 16. Juni 2019. Copper, das Mega-Hobby-Turnier des SV Eberschwang. Freitag 21. und Samstag 22. Juni 2019. Abschluss an beiden Tagen natürlich mit der berühmten Party Night. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich selbst. Wir unterstützen den Sport, im Besonderen den Nachwuchs. Denn was für uns zählt, sind die Menschen. Sparkasse Ried Haag. Kfz-Handel, Reifen und Zubehör, Auto Alteneder in Jahrgang 36 47 61 Enzenkirchen. Bei uns finden sich ständig eine große Auswahl an Autos verschiedener Marken ab 2000 Euro. Autos und Motorsport Josef Alteneder, alteneder.at. Regionalmagazin in Donau-Hausruck, Ihre Zeitung mit viel Sport aus der Region. regional-magazin.at. Ein absolutes Muss für alle Motorsportfreunde. 15. und 16. Juni 2019. Österreichische Motocross-Staatsmeisterschaft und erstmalig ein Motocross-Oldtimer-Rennen auf der WM-erprobten Motocross-Strecke in Schwanenstadt. Alle Infos gibt's auf msv-schwanenstadt.at. Halbzeit 2 beginnt mit dieser Flanke von Lonsburgs Doppler, bei dem Heimeinser Manitzgruber so einiges zu tun hat. Der Eberschwanger Schlussmann klärt zur Ecke. Den Eckball schlägt Matter zur Mitte. Schrattenecker befördert vom langen Eck aus das Spielgerät wieder zurück in die SVE-Gefahrenzone. Und dort steht jetzt Stefan Angleitner goldrichtig. 48. Minute, der FC Union Lonsburg führt in Eberschwang mit 1:0 und ist zu diesem Zeitpunkt Meister und Aufsteiger. Der jetzt nicht mehr Tabellenführer erholt sich aber schnell von diesem Schock. Nur 7 Minuten später ein Freistoß für die Heimelf. Bauinger schlägt das Leder in den Gästestrafraum. Adam Fekete ist mit den Haarspitzen noch dran. Und drinnen ist die Kugel in den Gästemaschen. 55. Minute, der SV Eberschwang gleich gegen Lonsburg zum 1:1 aus und ist damit wieder Erster in der zweiten Klasse West. Der SVE macht jetzt weiter viel Druck, sucht mit einem zweiten Treffer die wohl endgültige Entscheidung und ist an diesem 2:1 durch Koplarovic nach gut einer Stunde sehr nahe dran. Glücksgöttin Fortuna steht den Eberschwangern dann in der 69. Minute zur Seite, denn in der bringt ein Fast-Eigentor beinahe die Lonsburger in Front. Die wohl spielentscheidenden Szenen spielen sich in diesem Thriller knapp 20 Minuten vor Schluss ab. Alles beginnt mit diesem Run von Eberschwangs Bauinger Richtung Gästekasten. Der Heimangreifer schon im Lonsburger 16er,
Da kommt Schrattenecker angebraust und rauscht ungebremst in Bauinger. Für Schiri Paschinger und auch für die Fans kein Thema. Das ist in der 70. Minute ein Elfmeter mit Ansage. Damit hat Fegede die Chance auf seinen schon 18. Saisontreffer und damit wohl auch die Möglichkeit für Eberschwang, den Meistertitel zu fixieren. Der Strafstoß auch gar nicht schlecht, aber zu wenig gut für Gästegoalie Jetzinger, der damit zum Helden der Lonsburger wird. Ich habe einfach die Ecken daran. Ich habe ihn gar nicht angeschaut, ich bin einfach rumgesprungen und dann habe ich ihn gehabt. Das war ein schönes Gefühl, ist das. Und mit diesem vergebenen Matchball beginnt das Eberschwanger Drama erst so richtig. Denn nur 8 Minuten später passiert das. Ein weiter Einwurf von Lonsburgs Ferry in den Heimstrafraum. Ja, und dann ist die Kugel plötzlich im Kasten von Manetzgruber. Es ist aber kein Gast, sondern sein eigener Spielkamerad Karimanovic, der ihn bezwingt. 78. Minute, der FC Union Lonsburg führt gegen Eberschwang dank eines Eigentores mit 2:1 und ist jetzt wieder Meister und Aufsteiger. Dieser Schock sitzt jetzt bei der Heimelf tief. Eberschwang kann das Match nicht mehr herumreißen, ganz im Gegenteil. Denn 2 Minuten vor dem Ende dieses Hitchcock-Krimis sorgt Florian Gompinger für die endgültige Titelentscheidung zugunsten der Gäste. Der SV Eberschwang verliert gegen den FC Union Lonsburg mit 1:3 und muss die Gäste Richtung erster Klasse ziehen lassen. Für die Heimelf gibt's diese Woche aber noch eine zweite Chance, um den Lonsburgern in die nächsthöhere Klasse zu folgen. Dazu muss man allerdings die 2 Relegationsduelle gegen die Union Gaspolzhofen zuerst auswärts und dann im Sportzentrum Eberschwang erfolgreich bestreiten. Hier noch die Statements der Beteiligten nach diesem Herzschlagfinale in der 2. Klasse West. Ja, es ist unglaublich, ich kann es fast nicht beschreiben. Wie gesagt, jetzt ist es nervlich. Bin jetzt ziemlich am Ende, aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, das Spiel hat alles geboten, glaube ich. Also besser kann es nicht laufen. Natürlich ist es ein bisschen für uns gelaufen und jetzt haben wir es geschafft. Wir haben jetzt lange gearbeitet dran und ja, ich bin überglücklich und ich kann einfach, ja, es ist unbeschreiblich. Also ich kann es nicht in Worte fassen. Vor allen Dingen vor so einer Kulisse. Ja, unglaublich. Also es ist Wahnsinn. Hut ab von Eberschwang, was sie da aufgezogen haben. Es ist einfach super, wenn du für die Burschen, wenn du das siehst, wenn du da herkommst, so viel Leute, so da spielen zu dürfen. Dann natürlich so eine spannende Partie. Es ist unglaublich. Also ich bin noch über fix und fertig. Ja, das erklärte Ziel war einmal, dass wir vorne mitspielen. Aber es hat, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass wir aufsteigen, geschweige denn Meister werden. Aber verdient? Und im Herbst haben wir auch überragend gespielt. Und das hat sich wirklich für uns, hat sich das keiner gedacht, dass wir Meister werden heute. Was erwartet man sich in der ersten Klasse? Das Ziel ist sicher mal der Nichtabstieg. Und dass wir in dem Mittelfeld, dass wir sie da platzieren. Ja, klar, wenn du den Elfer machst, dann ist es wahrscheinlich vorbei. So ist es dann unglücklich, wenn wir die Tore kriegen. Und ist dann auch schwer, dass du wieder zurückkommst, wenn du nach Standards und aus dem Konter dann das dritte Tor kriegst. Ist sehr bitter, ja. Jetzt heißt es natürlich weiterarbeiten. Es gibt noch 2 Chancen, um in die erste Klasse aufzusteigen. Genau so ist es. Also wir dürfen jetzt den Kopf nicht hängen lassen. Natürlich ist es heute einmal traurig. Wir werden einmal den Kopf ein wenig hängen lassen heute, aber es geht weiter und dann holen wir es nächste Woche. Hilft auch nicht. Vor allen Dingen muss das oder macht das Fußballspielen vor so einer Fankulisse wahrscheinlich riesigen Spaß. Das war jetzt super, ja, da kann man nichts sagen. Das war ein Wahnsinn. Für so viele Leute habe ich noch nicht gespielt und ich glaube die meisten von uns. Und ja, da ist es lustig. Das stimmt, ja. Wir wollten natürlich heute den Sack zumachen, wie man so schön sagt, und da gebührend den Meister feiern. Wir sind großartig von Hunderten, über 700 Fans unterstützt worden. Ja, aber hat nicht sein sollen, so ist Fußball. Aber wie der Kapitän, der Fabian, schon gesagt hat, wir haben jetzt Relegation und nächste Woche am Sonntag zählen wir natürlich wieder auf die Unterstützung von den Zuschauern und der bin ich mir ganz sicher, das schaffen wir, weil den letzten Aufstieg haben wir auch durch die Relegation geschafft. Also, da gehen wir nochmal Vollgas.